manches Verhalten von Personen ohne Behinderung nervt. Da stimme ich vollkommen zu. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil, ne, wenn ich unterwegs bin, es ist nun mal halb sichtbar, dass ich eine Einschränkung habe. Und dann fragen halt die Leute irgendwie oder so, so dieses Getuschel und alles. Ja, oder wenn ich halt im Restaurant bin, dass dann die Leute halt meine BegleiterInnen ansprechen. Warum kann man nicht mit mir reden? Ich möchte genauso, also ich rede jetzt im, nein, wir möchten genauso behandelt werden wie normal sehende Menschen auch. Die Nicole zustimmen, weil manche, was ich immer feststelle, sind die Kinder. Die Kinder kommen daher, guck mal, schauen auf die Augen und dann schaue ich mich furchtbar zu und dann kriege ich furchtbare Angst. Weil dann schauen die Kinder zu und gucken dahin, ach guck mal, diejenige ist doch behindert. Die ist nicht so, wie die einzigen Menschen so eingeschränkt sind, weil die Kinder sind nicht von seinen Eltern so ein. Die Eltern haben die Kinder nicht so eingewöhnt, zu sagen, dass diejenigen sind behindert. Warum? Mich stört es halt, wenn die immer so mich so anschauen, wenn ich behindert bin, doch so sind. Ich habe aber eher das Gefühl, die Kids und Jugendlichen gehen damit gechillter um wie Erwachsene. Was mir schon mal passiert ist, war am Flughafen in der Uhr, hat mir jemand auf dem Rückflug ein Finger reingesteckt. Also was dir passiert ist, ich übersetze mal, was dir passiert ist, dass am Flughafen beim Rückflug, und dann habe ich es nicht verstanden. Hat mir jemand aus Mitleid einen Zehner in die Hand gegeben? Hat dir jemand aus Mitleid einen Zehner in die Hand gegeben? Ja. Mhm. Fandest du ein wenig blöd? Fandest du ein wenig blöd, ja. Also bei mir sowas noch nie passiert. Ja, das habe ich aber auch schon öfters mal erlebt, ne? Ich hatte das vor kurzem mal wieder, war ich in Frankreich, da kam eine ältere Dame, hat mir einfach meinen Fünfer in die Hand gedrückt. Ich wollte das nicht. Ich habe auch gesagt, nein, nein, nein. Sie so, ja, nein, behalten Sie es. Ja, was soll ich machen? Ich kann ja da nichts machen. Aber das haben schon einige aus meiner Szene, also die auch eine Seheinschränkung haben, auch schon erlebt. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen die Existenz von Menschen mit Behinderung oder körperlicher Beeinträchtigung einfach ausblenden wollen. Ja, manchmal denke ich das auch. Manchmal denke ich mal in der Straße, wenn man zum Beispiel irgendwo hingeht oder wenn man irgendwo zum Kurs geht oder so, denken manche, wir sind, dass manche laufen können und dass die dann manchmal denken, okay, die können auch laufen, warum? Und dann mitleiden die und sagen, oh, manche Behinderten können nicht laufen. Also ich stimme dem Ganzen teilweise zu. Ich glaube, es kommt manchmal darauf an, so in welcher Gegend man ist. Der ganze Aspekt ist aber, glaube ich, der, das habe ich aber letztens auch schon mal so gesagt, vielleicht schon ein, zwei Mal, wir Menschen mit Handicap, wir sind in der Minderheit. Vielleicht prozentual gesehen so auf der Welt 50-40%, wenn nicht sogar noch weniger, haben eine Einschränkung. Und wir werden einfach so in der Minderheit. Und die ganzen Einrichtungen, die es so für Menschen mit Handicap gibt, die sind ziemlich so weg vom Schuss. Wir werden von der Gesellschaft, in der Gesellschaft
teilweise noch ein wenig versteckt, ne? Und es hat teilweise auch noch was so mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Weil da war das so, dass man wirklich nichts machen konnte. Teilweise waren die Menschen dann daheim, haben dann nichts gemacht, ne? Und das ist, habe ich so teilweise auch noch das Gefühl, dass wir dann in der Minderheit sind für die Menschen. Und was ich dazu sagen oder was ich ergänzen würde, es wird auch gar nicht so groß, dieses inklusiv wieder. Also gerade die Einrichtungen, die schreiben sich zwar jetzt aktuell auch inklusiv drauf, ganz groß in der Inklusion ist das immer. Aber fahren innerlich den Plan wie schon immer. Also ich sag mal, es gibt Einrichtungen, die sind da von der Leitung her hoch engagiert, machen das auch wirklich. Und da gibt es aber Einrichtungen, die schreiben sich das nur auf. Ja, denke ich mal auch, Mensch ist Mensch und wir respektieren immer die Mensch. Und sowas interessiert mich nicht. Das Problem? Wenn die Leute über eine Krankheit sowas reden. Würde es dir nicht wehtun, wenn dir jemand zu dir sagen würde, ich muss überhaupt denken, dass du überhaupt nicht da bist? Ja, wenn mein guter Herz hat, sowas sagt nicht. Das Problem ist, ihr wisst ja alle, jetzt war ja im Juni, waren ja die Special Olympics in Berlin. Und im Rahmen dieses Sportevents wurde zum Beispiel auf RTL Filme, Serien mit Audiodeskription gezeigt, wo es um uns Menschen geht. Hab gemeint, und da stehe ich auch dazu, warum jetzt? Warum nur, wenn irgendwelche Events stattfinden? Hey Leute, wir sind auch außerhalb dieser Events da. Wir wollen auch außerhalb solcher Events sichtbar sein und, naja, nicht aufmerksam, aber wir sind auch noch da. Uns gibt es nicht nur da. Mach doch das auch da. Was soll das? Und was mich erwähnt, also ich ja eine Aktion von einem großen Namen in Deutschland, wo mich geärgert hat. Wie viele Millionen da investiert wurden für eine Werbeaktion. Also das hat mich in das maßlos geärgert. Ich reagiere nicht, wenn ich mich diskriminiert fühle, da das sowieso nichts bringt. Ich kann ja nichts sagen, weil es bringt nichts. Also dann stimmst du hier voll zu. Ja. Dass du dann da nichts sagst. Nee. Ich versuche immer Gegenargumente zu bringen. Also, aber auch da gibt es für mich auch Grenzen, wo ich einfach denke, ich gebe auf, weil es bringt nichts. Also du versuchst Gegenargumente zu bringen, aber du gibst auf, wenn du merkst, es bringt eh nichts. Ja. Also es kommt drauf an. Also ich versuche mich da durchzusetzen und sage dann auch was. Ich hatte zum Beispiel, da war ich mal sonntags einkaufen im Lidl und hat er gemeint, naja, ob ich nicht einen Betreuer habe, zum Einkaufen zu gehen. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist Diskriminierung. Gut, dann mache ich den Einkauf alleine. Dann frage ich mich durch, prompt habe ich eine Einkaufshilfe bekommen. Ich hatte auch mal, wo ich mal shoppen war, da hat auch eine zu mir gesagt, ja, ich soll mit einem Betreuer kommen. Habe ich zu ihr wirklich ins Gesicht gesagt, ja gut, ich kann jetzt gerne den Laden verlassen, aber sie bekommen von mir dann kein Geld. Prompt habe ich dann die Einkaufshilfe bekommen, ich habe dort noch Geld gelassen. Meine Meinung ist, dass ich
immer alles zu Herzen nehme. Egal, ob das meine Behinderung ist, weil ich öfters immer weine, weil ich will ja auch wie alle anderen auch wieder gesund. Ich denke mal, ich werde gesund, aber ich kann es nie akzeptieren, dass ich so eingeschränkt bin. Dann sage ich halt, dass zum Beispiel denen schauen sollen, was die da haben, um nicht auf die Behinderung rumzuhaken. Weil ich immer wieder Diskriminierung und Ausgrenzung erlebe, motiviert das mich, aktiv zu werden. Ja. Ja. Also, ich kann mich wirklich unterschreiben. Also ich versuche immer aktiv zu bleiben. Also bei mir ist es teilweise motiviert mich das noch mehr. Teilweise mache ich mir so Vorwürfe, an was liegt es. Das ist immer so unterschiedlich, ne? Und dann frage ich mich auch, ja, warum, wieso, woran liegt es, warum, ne? Aber dann setze ich mich hin und sage mir, ja, aber guck dir mal die und die an, die hat das Gleiche und, ne, also es ist immer so ein wenig unterschiedlich. Kannst du mir das etwas erklären, was sie damit gemeint hat? Ich habe das nicht verstanden. Also zum Beispiel, du bewirbst dich auf einem Job, du kriegst eine Absage, weil du zum Beispiel eine sichtbare Einschränkung hast, ne, wenn du jetzt zum Vorstellungsgespräch gehst. So, ob du dich dann diskriminiert fühlst oder ob das dich motiviert, yes, aber jetzt erst recht, jetzt werde ich mich erst recht irgendwo bewerben oder jetzt erst recht gehe ich auf ein Konzert, weil ich zeigen will, ey, mich gibt's auch noch nicht, lass mich von euch nicht unterkriegen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Konzert gehe, ich möchte zum Konzert und wenn mich jemand nicht so nehmen will, wie er ist, ist er selber schuld. Ich nehme mich so, wie ich bin. Ich freue mich noch mehr auf den Konzert und lass mir die Konzerte nicht von denen, wie heißt es, den Konzert unterkriegen und lass mich nicht ärgern von denjenigen. Okay, hey, vielen Dank. Hey, das war jetzt gut.